ganz standardmäßige Meditationen, die ihr bereits schon kennt. Die Meditation auf das Atmen. Warum wir das machen? Ich habe ja vorher, haben wir besprochen, man muss lernen, die Dinge neutral zu sehen. Neutral zu sehen heißt, ohne Emotion zu empfinden. So, sobald ich Emotionen empfinde, gute oder schlechte, ist es wieder wie so ein Anker oder Samskara oder ein Psychotrauma, was irgendwo festbleibt. Und der Atem ist ja aber ohne Emotion, der Atem ist ja neutral. Das Atmen, dieser Prozess, der ist ja nicht gut und nicht böse. Der ist es einfach da. Und durch das Beobachten der eigenen Atmung, durch das Beobachten dieses neutralen Prozesses, lernen wir, die Dinge, die in unserem Inneren passieren, auch neutral zu sehen. Wenn irgendwas dann hochkommt aus der Vergangenheit, aus der Kindheit, was mir nicht so gut getan hat, dann kann ich das lernen, dadurch auch neutral zu sehen. Das nennt man eben dieses Vipassana. Also dieses Ziel der Vipassana, dass wir die Sachen, die in uns schlechte Informationen hervorrufen, dass wir die Informationen umschreiben und einfach neutral, das heißt gar nicht darauf reagieren. Und wenn wir auf nichts mehr reagieren, wenn wir uns an nichts festhalten, dann erreichen wir jetzt in Anführungsstrichen diesen Zustand eines Erleuchteten oder diesen Zustand des Buddha. Weil speziell die Technik des Vipassana wurde ja vom Buddha Shakyamuni an uns weitergegeben als eine Methode, um eben uns von bestimmten Dingen zu lösen, soweit wie es geht. Und diese Lösung bringt uns eine Erlösung sozusagen und eine Erleuchtung mit ein. Dann haben wir das Mantra Om. Wir praktizieren das Mantra Om. Zum einen aus dem Hintergrund, weil wir uns irgendwo die Linien, die ich hier unten aufgezeichnet habe, über längeren Zeitraum auf eine Vibration konzentrieren möchten. Zum Beispiel, das ist dann unser Objekt oder unser Punkt der Meditation oder Konzentrationsobjekt, diese Vibration. Zum anderen schafft die Vibration in uns das auch so eine reinigende Wirkung, weil die Vibration ist ja eine Schwingung, die durchströmt unsere Zellen des Körpers und die Zellen des Körpers, die werden wiederbelebt und gereinigt. Weil es sind ja sehr viele fremde Schadstoffeinflüsse auf uns, von links, von rechts und so, diese ganzen WLAN-Netze, Stromnetze und alles andere und schlechte Emotionen auch der anderen Menschen. Das wirkt nicht nur auf unseren Verstand, sondern auf unsere Zellen, weil die haben ihr eigenes Leben und ihren eigenen Verstand, irgendwo ihren Mikroverstand. Und die können in ihren Schwingungen also schlechter beschaffen sein oder die können in ihrer Ursprungsschwingung leben. Und es gibt zum Beispiel so Klänge wie Glocken, also Kirchenglocken. Aber ich bin der Meinung, dass viele europäische Kirchenglocken einfach falsch eingestellt sind. Von also russisch-orthodoxen Kirchenglocken weiß man, dass sie oft den Ursprungszustand in der Vibration wiederherstellen, dass man, wenn man krank ist, sich diesem Glockenschall aussetzt und man wird wieder gesund. Einfach, weil die Vibrationen sich wieder ordnen und die Vibrationen wieder in den natürlichen Rhythmus zurückkommen. Ich habe in Deggendorf, weil meine Yogaschule neben einer katholischen Kirche ist, die Kirchenglocken, das ist ein ganz schrecklicher Ton. Also der macht mich ganz eine miese Laune und der macht mich depressiv, also der wirkt ganz zerstörerisch. Das sind ja Schallwellen, alles, das ist eine ganze Wissenschaft. Man kann mit einem Ton oder Schall jemanden umbringen und man kann einen Toten mit einem Schall zum Leben wieder auferwecken. So, jetzt übertrieben gesagt. Das wirkt schon sehr, sehr schädlich oder sehr, sehr nützlich auf uns. Und wenn wir Töne selber schaffen mit unseren eigenen Stimmbändern, das sind so unser eigener Urton, unsere Vibration. Es ist eine ganz natürliche Vibration und das hat eine sehr, sehr heilende Wirkung auf unseren Körper und auf unsere Energie. Deshalb ist die Mantra-Om-Meditation nicht nur eine Meditation in dem Sinne, sondern auch eine Methode, sich zu heilen, physisch, energetisch, es den Zellen, den Körperzellen wieder gut gehen zu lassen und sich wieder zu regenerieren. Das ist ganz kurz ein paar Sachen zur Mantra-Meditation. Dann gibt es noch eine Meditation, die wir auch bei der Vipassana verwenden, die Meditation, wo wir einen Mönch und einen Baum vorstellen. Diese Vorstellung ist wiederum, weil wir dann nach einigen Tagen der Meditationspraxis oder der Vipassana uns vor Augen führen, dass dieser unter dem Baum sitzende Mönch irgendwo auch wir selber sind, nur in einer anderen Dimension, das heißt weit, weit in der Vergangenheit oder weit, weit in der Zukunft. Und dieser Mönch im Gegensatz zu uns sich in einer anderen Energie befindet und wir uns auf diesen Mönch konzentrieren, tauschen wir mit ihm Energie aus.
Das heißt, die Energie, die ihr in dieser anderen Dimension habt, bekommen wir auf uns oder laden wir auf uns. In irgendeiner Art und Weise bekommen von diesem Wesen, der eigentlich wir sind, auch Unterstützung, vielleicht auch irgendwelche Ratschläge oder irgendwelche Meinungen, oder können uns auch oder unsere Seele diesem Mönch öffnen oder unserem Selbst öffnen. Und bei manchen Menschen passiert es dann so, dass auch über diese Meditation, über diesen sitzenden Mönch, auch ein Fenster in die frühere Leben geöffnet wird, dass man halt von dort einige Informationen herausziehen kann. Also ihr seht da, die Meditationen kann man auch dazu nutzen, durch eben gute Konzentration, die man aufbaut, auch irgendwo in seine früheren Leben zu blicken. Dafür braucht man aber sehr, sehr viel Energie. Als ich mal so einen Vorfall oder Ereignis hatte, wo ich einiges gesehen habe, anscheinend aus einem meiner früheren Leben, war ich den ganzen Tag ausgebrannt und mich hat es gefröstelt, weil so viel Energie verbraucht wurde dafür, für diese Erlebnisse. Und die sind wirklich nicht einfach, das nochmal durchzuleben, weil es sind einfach Spuren auf der Seele. Es war ja nicht dieser Körper, der das erlebt hat, es war auch nicht dieser Verstand, der das erlebt hat, es war die Seele. Und auf die Seele schreiben sich, wie so auf einer Festplatte, so auf einer CD, nur vielleicht schwerwiegende, gravierende Erlebnisse, die die Seele wirklich berühren, die die Seele wirklich bewegen auf. Und wenn solche Sachen an die Oberfläche kommen, das ist nicht immer leicht, das nochmal durchzuerleben. Deshalb braucht man dafür sehr viel Energie. Manchmal passiert das spontan, natürlich ist bei mir auch spontan passiert, ich habe ja darauf gar nicht meditiert und habe auch gar nicht gewartet. Es wurde einfach, wie gesagt, wie viele andere Ereignisse oder Stufen im Yoga, die man dann erreicht, oder Erlebnisse, die man im Yoga erreicht, die passieren oft ohne euer Zutun. Also ihr geht einfach euren Weg, entwickelt euch weiter, praktiziert und meditiert, und wenn ihr soweit seid, dass ihr zusätzliche Antworten bekommt auf eure Fragen oder zusätzliche Erlebnisse bekommt, die euch auf eurem Weg stärken sollen, dann werden euch diese Erlebnisse und Ereignisse offenbart. Also, aber je fester man sich an das festhaftet irgendwo und sagt, jetzt gehe ich in die Vipassana, weil ich endlich will, was ich im früheren Leben, weil ich endlich sehen will, was ich im früheren Leben gemacht habe, und das ständig in eurem Kopf rumschwirrt, dann wird höchstwahrscheinlich nichts passieren. Also ihr müsst euch schon lernen zu lösen und auch von euren Zielen irgendwo. Man muss sich schon Ziele setzen und sie auch verfolgen, aber man darf sich nicht daran festbeißen an den Zielen. Also man muss irgendwo auch Kompromisse finden können und Kompromisse auch in sein Leben heranziehen wollen. Das ist so verglichen mit einem Fluss. Manchmal gibt es so einen Spruch, oder habe ich mal gesehen, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom irgendwie, man muss gegen den Strom rudern und dagegen ankämpfen, das ist aber auch nicht die richtige Lösung. Der Strom ist ja der Strom des Lebens und man muss mit dem Strom mitschwimmen, man muss aber auch, aber der Strom hat ja irgendwo seine Unterwassersteine, haben wir gestern auch gesprochen, und seine Äste, die wo in diesem Riesenstrom liegen und irgendwo die Wasserstrudel, man muss im Strom halt die schnellste die Linie finden. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch richtig bezeichnet, aber jeder Strom hat irgendwo so eine Linie, wo man am schnellsten vorankommt, ohne sich an irgendwelche Äste oder Steine fest zu hacken oder ohne, dass man sich irgendwo verletzt oder von irgendeinem Wasserstrudel eingezogen wird, dass man möglichst schnell an sein Ziel kommt. Okay? Dadurch. Ich wollte ja auch damit sagen, man muss irgendwo mittendrin auf dem Weg bestimmte Entscheidungen treffen können, irgendwo seinen Weg korrigieren, links oder rechts, und man muss ja auch gucken, es kommt ja nicht alles so, wie man sich ja das wünscht, weil wir leben nicht in einem Wunschkonzert oder so gesagt, weil wir müssen schon ständig gucken, dass wir unseren Weg auch aktualisieren und unsere Ziele aktualisieren, aber wenn wir dann sehen, es funktioniert irgendwas nicht, darf man nicht daran zerbrechen. Man muss dann für sich schon trotzdem eine Lösung finden, dass es passt und dass es einem nicht zerbricht, aber dass man trotzdem vorankommt. Die Frage ist halt auch, wie viel Hilfe suchst du bei anderen? Man braucht die anderen, aber inwiefern sind die anderen kompetent genug, ja, das zu sehen? Wenn es ein kompetenter, guter Mensch ist, der kann dir vielleicht schon helfen. Wenn das ein Mensch ist, der nur Geld daran verdienen will, dann ist ja das auch eine Frage, inwiefern man ihm dann glauben kann oder aber muss. Man,
Mein Gegenüber will auch immer, dass der spiegelt ja meine Probleme, Fehler. Und irgendwo die Fehler auch, aber man sollte auch nicht immer so denken. Also nicht in jedem Fall sollte man so denken. Nicht alles, was passiert, ist das Spiegelbild eurer inneren Welt. Es ist höchstens das Spiegelbild, wo ihr euch festhält oder festhabt oder nicht festhabt, wenn euch etwas stört. Ja, aber nicht so, dass das Äußere eins zu eins eure innere Welt ist. Ja, zum Beispiel bei einer Begegnung. Wenn mich in der anderen Person, beim Partner oder beim Nachbar oder beim Kind irgendeine Eigenschaft unheimlich aufregt, hat es oft damit zu tun, dass es bei mir selber nicht verarbeitet ist. Oft, aber bei weitem nicht immer. Ich denke nicht, dass man immer darauf eingehen soll. Oft hat es auch diesen Hintergrund nicht, dass das in mir ist, sondern ich muss lernen, diesen Menschen zu stoppen, diesen Menschen zu verändern. Ja. Weil wenn ein Mensch sich unsinnig benimmt, dann heißt es nicht, dass ich unsinnig bin, dann heißt es, ich muss lernen, das diesen Menschen zu erklären und das dem anderen zu helfen. Aber nicht, dass ich jetzt mir einbilde, ich bin unsinnig, ich muss auch mit mir irgendwas machen. Also das trifft nicht immer zu. Inwiefern man fremde Hilfe dazu nimmt, das muss auch jeder für sich abwägen. Ob man das jetzt, wenn man es nicht aus eigenen Kräften schafft und dann eine Hilfe heranzieht, ist es dann oft so, oder es kann ja mal so sein, dass man dann denkt, aha, der hat mir geholfen, aber viel schöner wäre es für mich, wenn ich selber gemacht hätte. Also dann fehlt irgendwo dann die eigene Erfahrung in dieser Problemlösung. Dann muss man das halt abwiegen, ob das sinnvoll ist, wenn mir jemand hilft und ich die Erfahrung selber dann nicht machen kann. Oder warte ich ein bisschen oder arbeite ich weiter selber an mir oder ich arbeite weiter dran, dass ich selber auf die Lösung komme. Aber wir sind hier ja auch zusammen. Aber das, was du meinst, das ist gut, dass mich andere Menschen reflektieren können, weil man sieht oft die eigenen Fehler nicht. Oder halt, da gibt es ja auch unterschiedliche Begriffe. Und auch sogar, wenn man einen Text schreibt, sieht man die eigenen Fehler nicht. Ein anderer liest den Text, der sieht das gleich. Der sieht das sofort. Und so kann man schon andere Menschen oder Partner jetzt nicht dazu benutzen, sondern dazu heranführen, dass sie mir auf meine Fehler weisen. Also speziell und bewusst sagen, pass auf, das und das ist vielleicht nicht ganz korrekt, vielleicht solltest du da diese oder diese Verhaltensweise korrigieren oder irgendwie am Aussehen was korrigieren oder an deiner Aussprache, an deiner Wortwahl was korrigieren. Das können mir andere Menschen schon sagen, das ist schon sehr hilfreich. Ja, weil unser Bewusstsein ist ja nicht ganz, wir sind nicht wach, nicht 100% ja, wach. Ja, eben. Und wir sehen ein anderes Selbstbild als die Außenmenschen. Als die Unsehen. Aber ihre Sicht ist auch trotzdem auch nicht perfekt. Dann müssten wir den Buddha fragen oder den Gott fragen. Oder jeder hat eine eigene Sicht. Jeder hat eine eigene Sicht. Ja, und dann geht falsch auf den anderen. Wir müssten dann irgendwie die erleuchtetste oder das erleuchtetste Wesen im Universum fragen, der über die Vergangenheit, über die Zukunft und über alle unsere Inkarnationen und Reinkarnationen und über alles Mögliche Bescheid weiß, der so ein Wesen wäre dann kompetent. Aber das reicht doch, wenn mein Nachbar das diesen Aspekt auch, sieht. Das reicht auch, genau. Wenn er diesen Aspekt sieht und dir somit weitergeholfen hat. Das reicht natürlich auch auf unserer normal sterblichen Ebene. Natürlich kann man das und muss man das sogar verwenden. Weil sonst würden wir alle rumlaufen wie, keine Ahnung, wie Zombies oder wie Penner oder sonstiges. Und das muss nicht sein. Wir müssen schon irgendwo ein gutes Bild abgeben. Das, was in unseren Tagen auch leider fehlt bei der Gesellschaft.